So, Limbo Part 7, wir sind wieder da. Nee, nicht Part 7. Ach doch, shit, jetzt habe ich Part 7. Ich habe hier gerade gesehen, Part 6 muss ja dann. Oh shit, jetzt springe ich hier rum. Part 6 muss ja dann. Ich bin auf dem Dach. Oh. Ja, ich sollte über ein Thema reden und dann nicht. Die ganze Zeit von was anderen reden hier mich. Oh shit, das. Ich. Genau das meine ich. Ich lasse mich unterbrechen. What the fuck? Part 7, das heißt, Part 6 war 20 Minuten lang, oder wie? Das ist natürlich. Shit. Hoppala. Ich bin auch ein bisschen unprofessionell. Ich. Au! Ich verstehe, ich sterbe an diesen Schocks. So, Annes. Aus ist. Ich spring. Bam. Geht ja nochmal los. Okay. Wahrscheinlich muss ich zweimal warten. Oder ich muss den Strom ausschalten. Ich schau mal nach unten. Nee, ich muss da bestimmt oben lang. Also es gibt eine Periode, die geht länger. Okay, und eine, die geht kürzer. Jetzt ist aber die längere Periode. Naja, naja. Jetzt ist die längere Periode. Oh, das ist ja knapp wie Sau. Hä? Das schaffe ich ja nie. Versuch's nochmal. Wahrscheinlich, wenn es anders und dann schon auf der anderen Seite, kann ich schon mal springen, so wie jetzt. Jawohl, das war gar nicht so schlecht. Geh halt da hoch jetzt. Ja, nee. Okay. Das ist aber nicht so pro. Das schaffe ich ja nicht annähernd. Ich versuch's nochmal. Jetzt muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Okay, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht irgendwas mit der Regenrinne hier? Kann ich sie nehmen? Und die wegreißen? Nee. Hier irgendwie, dieser Sprung, den schaffe ich nicht. Ja, na klar. Au. Das war wohl ein weiter Flug. Ja, wie jetzt? Das geht nicht. Mit Anlauf. Warte mal, also das ist jetzt kurz, oder? Zack. Und jetzt springt es noch, jetzt kommt länger. Nein! Au. Okay, ich glaube, ich habe recht. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Oben ist, das war der Funken links oben. Jetzt ist er links. So. Jetzt ist er rechts oben. Jetzt ist er links oben. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Nee, das ist eine Periode, eine ganz normale. Immer die gleiche Zeit. Zack. Naja, naja. Naja, okay, ich versuch's einfach mal. Das war ja gar nicht so knapp gerade. Oh, shit. Geh doch da hoch! Oh, shit. Oh, der bleibt immer hängen da, der Assi. Ich versuch nochmal. Ich muss ja verspringen, wenn das Ding an ist. Hält mich das auf. Okay, nochmal. Es war ein bisschen, auch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Zeit im Springen hier. Jetzt. Das muss knapp sein. Ja, das war immer noch nicht perfekt. Oh, das war sowieso fail. Ah, Mann. Oh, ich faile. Nochmal. Es ist an. Und dann renne ich gleich los. Und Sprung. Und geh weg. Oh, naja, knapp. Okay, es ist an, also warte ich noch ganz kurz. An, warten, laufen. Sprung. Aus. Zwar noch nicht perfekt. Alter! Ja, das war noch viel proiger. Ich muss also Anlauf nehmen. Oh man. Hotel. Was ist das eigentlich für ein sinnloses Hotel? Ich habe übrigens mich ein bisschen schlauer gemacht, beziehungsweise wurde mir gesagt, dass das Game gar keine Story hat, sondern, also nicht wirklich, sondern man ist in einem Traum. Und es gab auch Anzeichen dafür. Shit, das war. Jetzt habe ich komplett verkackt. Ja, versuche ich nochmal. Es gibt auch Anzeichen dafür. Und zwar der Junge träumt hier von großen Spinnen. Dies gibt es natürlich nicht. Von irgendwelchen Leuten, die ihn versuchen zu töten. Das ist alles wie einem Shit. Alter, wenn ich rede, konzentriere ich mich nicht. Das kennt ihr aus anderen Games. Ich labere und dann konzentriere ich mich nicht und faile. Vor allem hier, I wanna be the guy. So, das war immer noch nicht perfekt. Das war noch. Oh. Yes! What the? Okay, ist das jetzt aus, das T? Ja, Mann, das ist aus. Aber das E bleibt an.
Es bleibt einfach an der Geboss. Ah, da unten ist eine Liane, ich hab's gesehen. Jetzt muss ich wieder zu. Nee, ich kann hier runter, oder? So. So, Liane. Oh, wo war ich? Ihr müsst denken, ich bin so ein ADS-Kind, ey. Der die ganze Zeit irgendwas reden muss. Ja, ich würde gerne den Schalter da oben umklicken. Ja. Ah, jetzt. So, aus. Das E ist aus. Sehr schön, das H ist auch aus. Gefällt mir Hotel, weil ist auch normal. Man hat Hotel oben draufstehen auf seinem Hotel und dann erstmal mitten in seinem Gebäude einen Schlitz, sodass kleine Kinder drüber springen müssen und es anfängt zu laggen. Und man hat den Stromkasten oben mit einem Schalter für alle erreichbar. Boah, Entschuldigung. Oh, jetzt hab ich habe wieder die berüchtigten Lag-Einbrüche. Das ist Standard. Ich berechne die Aufnahme kurz. So, haben wir es jetzt? Na, haben wir es? Nein. Nein, er leckt immer noch. Doch, es geht, es geht. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ich habe mir den GameStar-Bericht von der Ausgabe Oktober über Skyrim durchgelesen. Das Video noch nicht gesehen. Ich habe mir den erst durchgelesen. Elder Scrolls 5. Hoffentlich kennt man das, weil das ist so episch, dass es nicht mehr normal ist. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf so ein Game gefreut wie Skyrim. Und das Beste ist, ich werde trotz meines schlechten PCs einen Let's Play machen können für Skyrim. Das ist sehr geil. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt irgendwo. Oh, das ist Glas. Shit. Bricht das, wenn ich drauf rumspringe? Ja, wahrscheinlich. Das freut mich. Da freue ich mich übelst drauf. Skyrim. Das ist episch. Also, Oblivion habe ich schon laut X-Fire 100. 100, was waren das? 100. 120 Stunden so gespielt. Das ist viel. Alter, das ist wirklich, das ist Spaß pur. Skyrim, wenn das nur annähernd so gut wird und laut GameStar wird's das, ist das ein großer Spaß. Skyrim kann ich nur allen empfehlen. Also das ist wirklich, das ist nicht unbedingt für jeden was. Okay. Ich muss durch das Ding hier durchbrechen, kann das sein? Ja. Okay, das heißt, ich nehme mir den Wagen. Roll ihn an. Spring drauf. Lass ihn rollen. Nee, ich muss von der anderen Seite ihn runterrollen lassen. Ja, okay, macht Sinn. Ich lasse ihn von hier. Roll ihn da hoch. Dann gehe ich drauf. Er rollt wieder runter, will ich hoffen. Rollt auf der anderen Seite weg. Seine Trägheit wieder hoch. Ich spring und brech das Glas. Oh, oh, yeah. Halt dich bloß fest. Oh, hier. Eine Lampe. Bin ich überhaupt? Was für ein komischer Traum. Was ist das? Ein Feuerwehrschlauch? Ja, ja. Wieso ist das ein Feuerwehrschlauch? Wieso ist da ein Knoten? Okay. Dann bin ich da. Ich laufe mal. Ach, nö. Ach, nö. Ja, ja. Komm her, du Larve. Geil. Geh nach rechts, bitte. Kann ich nach rechts? Kann ich den Ding System umstimmen? Also, die erste Larve konnte ich umstimmen. Nee, kann ich nicht. Ich gehe nach links. Also mit Umstimmen meine ich, wenn ich nach rechts drücke, dann irgendwann mal bin ich auch nach rechts gelaufen. So, wo geht's hin, Larve? Na, wo geht's hin? Was ist das? Bin gestorben. Sehr gut. Okay, das heißt, ich muss das vielleicht vorher umschmeißen. Was soll das überhaupt sein? Ein Regal. Ich schiebe das hier kurz an. Verpiss mich dann. Okay. Gut, dann kann ich hier durchlaufen, wenn ich die Larve habe. Schauen wir mal, was noch so gibt. Ah, da ist das L, das umgeschmissene. Wahrscheinlich drehe ich mich hier wieder um. Ja, wahrscheinlich drehe ich mich hier wieder um. Und dann kann ich nach rechts laufen. Das macht Sinn. Dann holen wir mal die Larve. Ab geht's. Wieso eigentlich Larve? Also wenn es eine Larve ist, dann muss ja quasi das Ding irgendwas beinhalten. Irgendein Baby. Das dann rausschlüpft und so alienmäßig alle Leute zum Umbringen bringt. Oder hier. Vor allem, was bringt es denn der Larve, mich zu kontrollieren? Komisches Ding. Naja. So, jetzt kommen wir hier über das Regal. NP für uns und wir drehen um. Yes. Alles nach Plan. Sehr schön. Wo bin ich hier? In der Lagerhalle. Die ist kaputt. Feuerschlauch? Wahrscheinlich ein Feuerwehrhaus. Wieso hängt der Feuerwehrschlauch da oben? Da ist keiner hinkommt. Wieso hängt eine Larve hier? Was ist das für eine Welt? Das sind Fragen über Fragen über Fragen. Naja. Och jo.
Ich sollte es mal angewöhnen, bevor ich lese mir natürlich jeden Kommentar durch. So schwer ist das auch noch nicht im Moment. Also so viele Kommentare kriege ich ja nicht, um dass ich da Tag und Nacht lesen muss. Ich versuche mal nach links zu gehen, es geht nicht. Geh mal weiter nach rechts. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich laufe einfach mal weiter. Und da ist mein Tod, oder? War nur ein Megasprung. Aha. Dann ist das Ding hier so. Wo gehe ich überhaupt hin? Und wieso? Ich muss mir angewöhnen, mal die Kommentare zu lesen. Um wieder zurückzukommen. Ich bringe mal da drüber. Ach du Scheiße. Und dann mir die Kommentare zu beantworten. Oh, in Videos. Au. Da oben sind die Viecher, die die Larve von mir nehmen. Okay, nochmal. Wahrscheinlich hätte ich auf den Button da drücken sollen. Wo ich in weiser Voraussicht einfach nur dumm ich bin, kann ich draufspringen. Yes. Komm schon. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh mein Gott. Oh nein. Shit. Und jetzt kommt das Ding noch. Und. Yes. Yes. Aua. Sehr gut. Okay, also gut, dann muss ich halt langsam laufen, hast du verstanden. Naja, weil dann kann ich im Kommentar über die Kommentare reden und quasi mich mit euch unterhalten. Das ist doch toll, das klingt doch gut. Hoffe ich. Naja, ich habe auch viel vor. Oh, ich hätte vielleicht auf die Kiste draufspringen müssen und dann. Ja. Ich habe auch viel zu tun mit Like Planless TV, meinem Schrägstrich unserem Hauptkanal sozusagen, also der Hauptkanal für Videos, keine Let's Plays, sondern allgemein Videos. Und da ist wieder mal Zeit für ein neues. Oh, ich verkacke. Für ein neues Random Shit. Ich hoffe, ihr habt alle das erste gesehen. Wenn nicht, schaut es euch an. Es ist ziemlich random. Und wir haben extra neue Aufnahmen aufgenommen für Teil 2, beziehungsweise ein anderer Teil, weil, wenn man Teil 2 sagt, dann denkt man immer, dass Teil 2 besser sein muss. So quasi Nachfolger ist oder halt. Spring doch da drüber! Oder quasi, ja, dann ist immer der erste Part, den schaut man an, dann ist ja nicht so gut wie der zweite und bla bla. Wir hoffen, wir machen einfach verschiedene Parts. Shit, jetzt habe ich Leckanbrüche und dadurch. Och nö. Och, komm her jetzt. Du Ding. Sehr nett. Sehr gut. Oh Mann. Naja. Genau, da muss ich mal versuchen, das Random Shit hier fertig zu bekommen. Ich habe noch gar nicht angefangen, um ehrlich zu sein. Genau, und dann habe ich gute Aufnahmen aufgenommen. So. Jetzt kommt die Kiste hier runter. Ich springe auf hier drauf und springe endlich rüber. Jawohl. Mei, das hat zu lange gedauert. So, und die Larve ist weg. Mei, ist das ein Dreck. Oh. Das war intelligent. Sag bloß, ich darf alles. Nein. Was ist das? Wieso kommt sie wieder? Ich springe mal drüber und werde getötet. Alles klar. Ich versuche nochmal sonst. Andererseits, okay, ich schaff's sogar. Nice. Sehr gut. Dann laufe ich mal weiter und das war's. Kann ich wieder umdrehen, hier wieder drüber springen. So ein nervendes Scheißlaufding. Nice, jetzt habe ich verkackt. Okay, ich brauche ein Gewicht auf der anderen Seite. Oder? Oder ich stelle mal hier so, damit es nach oben ragt. Funktioniert nicht so ganz, gell? Schaffe ich den Sprung? Nein, schaffe ich niemals. Aber da. Die. So viel dazu. Aber die Kiste ist doch kaputt. Es gibt da dann nichts mehr. Okay, ich bin wieder hier. Versuche ich es mal. Ich gehe da hin. Und spring. Schaff's natürlich nicht. Okay. Dann versuche ich mal mit der Variante. Ich stelle mich da hin und schieb das Rohr hier quasi nach oben. Schön langsam. Und ich habe Durst. Und go. Ah, nein, das ist ungefähr kompletter Schwachsinn. Das schaffe ich ja niemals. Hä? Hätte ich vielleicht vorher irgendwas machen müssen? Was ist das für ein Ding? Der Kran. Das Teil hier. Hier gibt's nichts. Ich kann hier gar nicht lang, weil das Ding tötet mich. Also entweder ich habe wahrscheinlich vorher verkackt. Ich habe wahrscheinlich vorher verkackt. Naja. Jo,
Ich versuche euch mal mit einzubinden bei so Rätselspielchen, wenn ich nicht weiterkomme. Dadurch hoffe ich mir, dass ich nicht so viele Fails habe wie Part 2 von Limbo. Und da hoffe ich mir auch, dass ich euch ein bisschen mit einbinde bei so Rätselspielchen. Das klingt doch nicht schlecht. Wenn es schlecht klingt, dann sagt mir das doch bitte. Und jo, wie geht's hier weiter? Hätte ich vielleicht, muss ich neu laden? Gibt's hier irgendwas, habe ich irgendwas übersehen? Kann ich hier das Ganze irgendwie rumwippen? Kann ich das Ding hier hochgehen? Nee. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jo, viel Spaß beim Kommentieren. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Tschüss.